Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Ich bin's wieder, euer Heimburg. So lange nichts mehr auf meinem Kanal. Ich will auch gar nicht jetzt hier so lange rumlamentieren und Scheiße labern. Heute ist mein Geburtstag, darum feiern wir. Ach, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Bin jetzt 31. Und ich packe jetzt einfach mal die Kamera raus, weil ich habe einen Fluggutschein geschenkt gekriegt. Bin auch schon spät dran. Ich darf hier gleich rumfliegen. Da, Wetter ist nicht so. Gucken, vielleicht sagen sie noch ab, weil es ist ganz schön windig und stürmisch und bewölkt. Kann natürlich sein, dass sie noch in allerletzter Sekunde irgendwie dann absagen. Aber ich bin guter Dinge. Mein Geburtstag bis jetzt ist sehr durchwachsen. Meine kleine Mila-Maus, die ist jetzt schon fast zwei. Die hat zwei Wochen nach mir Geburtstag. So viel Zeit ist vergangen. Die ist heute ganz schön krank, richtig, richtig krank, 40,2 Fieber. Mama passt jetzt auf, Mama kümmert sich und ich fliege jetzt zum Flugplatz und fahre da Auto. Ich fahre jetzt zum Flugplatz und dann fliege ich. Erstmal holen wir jetzt die Oma ab. Also, Klamotte rein und dann let's go. Oh, wusch! Das haben wir ganz vergessen oder ist mir gerade eingefallen, noch unterwegs. Ich musste ja noch Getränke holen, ein bisschen Bier und so und Kram, weil ich erfahren habe, dass gleich mit am Flugplatz ein paar Leute vor mir sind, die alle auch noch nicht wissen, dass sie auf YouTube kommen. Da muss man natürlich auch ein bisschen was haben, ne? Ein bisschen trinken und essen. Naja, egal. Kurzes Update also jetzt, aber wirklich los, schnell zur Oma einpacken, zack, zack, ab zum Flugplatz. Hey Siri! Hey Siri! Hey Siri! Boah, du verfickte... Hey Siri! Boah, hat diese Scheiße jemals funktioniert? Hey Siri! Schick eine WhatsApp-Nachricht an meine Mutter. Bin schon unterwegs, Komma, bin gleich da, Ausrufezeichen. Hier ist deine WhatsApp-Nachricht an. Sie lautet, bin schon unterwegs, bin gleich da. Soll ich sie senden? Ja, bitte. Diese miese Fotze, ne? So, jetzt mal hier aussteigen. Ich hoffe echt, das Wetter macht mit, ey. Das ist so eine Frage der Fragen, ey. Ich würde mit dem Sturm nicht sogar absagen. Egal, jetzt erstmal hier klingeln, da ist es schon. Hallo! Bist jetzt auf YouTube. Wann müssen wir da sein? Wir müssen halb da sein. Wann müssen wir fahren? 10 Minuten würde ich sagen, Viertelstunde. Ja, dann brauchst du dein Geburtstagsgeschenk hier jetzt nicht auspacken, ne? Krieg ich noch ein Geburtstagsgeschenk? Von deiner Mama. Echt? Na gut, ich hol die Tüte. Sie holt die Tüte. Ist ja nicht so, dass man mit 31 nicht immer noch Bock hat auf Geschenke, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Kann man das mal zeigen hier? Happy Birthday. Ohne de. Zu deinem Geburtstag wünsche ich dir alles gut. Lieber Rick, bekomm per Check. Pack einfach aus. Ja. Okay. Habe ich mir so gedacht. Das funktioniert immer. Marzipan, Schokolade. Bam! Na gut, das muss man nicht groß zeigen. Ne? Das ist ein Saugnupsi-Nups-Dings. Das ist ein fürs Handy. Schlafanzugshosen. Vor allem, du trägst halt gerne so was Kariertes. Ja, sicher. Das dazu. Ne, die Socken. Ich habe ja schon Boxershorts an. Ja, die wollte ich nicht kaufen. Die von Julia. Das sind die, die du anziehen. Das pack aus. Schlafmütze weg, ja. Das wird zeigen. So. Oh, jetzt ist es schwer. Ja, was auch das weiß. Boah, diese Kanten zu kleben. Ja, dann heißt doch einfach. Ein Akku! Mmh. Ich sehe auch schon, ist das die gleiche Farbe? Schatz! Ja! Ja, ja, danke schön, komm mal.
Dankeschön. So, jetzt muss ich schnell einpacken und dann geht's zum Flugplatz. So. Der den Ersatzschlüssel hat, ne? Wir haben zwei Schlüssel. Das fand ich auch gut. Hier sind wir. Das Wetter. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Oh, ist echt bewölkt, ne? Wir gehen jetzt erstmal uns hier reinsitzen, noch kurz chillen und noch kurz warten. Und so, oh, langsam geht mir echt der Stift. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn die nicht absagen, ist alles gut. Ja. Bis gleich. Geburtstag hat keiner Betriebsferien zu haben. Ja, müssen wir halt hier warten. Ne? Oh, ist das mein Pilot? Ist das mein Pilot? Der ist aber ganz schön alt, ne? Aber alt ist auch erfahren, ne? Ansonsten, wenn der einen Herzklabaster kriegt, muss Papa landen. Ne? Nützt ja nichts. Das Beste ist, ihr seid auf YouTube. Ihr seid auf YouTube. Du weißt, haben wir jetzt 15 Uhr? Nein, wir haben ganz genau gecrashed. Oh je. Bist du sicher? Oh, eine YouTube-Kamera? Das ist eine YouTube-Kamera. Du bist auf YouTube. Yeah. Egal, warten. Du kannst ja doch nicht bei YouTube einsetzen. Du Schnitzel. Doch, halt doch deine Fresse noch weiter da rein. Hier, YouTube. Jetzt mache ich mir Sorgen und Gedanken. Ja, bin hier Tag heute gleich ausgegeben. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Finde ich spannender als Sonne. Ja, das freut mich schon mal. Und auch das eigentlich das Beste, um fliegen zu lernen. Ne? Weil dann stört dich nichts drumherum. Du kannst dich ganz genau auf die Instrumente, auf die Pedale, auf die Ruder konzentrieren. Und wir sind halt super leicht, ne? Was auch. Wie schwer ist die? Leer? 300. Ja. Mit uns? 450 Sprit noch drin und so. Ah, das sind gar keine massiven Tragflächen. Okay. Das sind so Details, die dann im Flugsimulator nicht sichtbar sind. Genau, das ist nur bespannte. Julia saß genau. Die ganze Nacht dran. Die ist aus Aluminium, aus Verstärken. Da gehen hier die Aluminiumstreben immer rein. Theoretisch, man kann die ganze Tragfläche, die ganze Bespannung abnehmen und in die Waschmaschine waschen. Das haben Leute schon gemacht. Ja. Was machst du gerade? Ich wasche gerade mein Flugzeug. Genau. Letzte Worte? Viel Spaß. Also es ist wirklich, das wusste ich nicht, ne? Dass das bespannte Tragflächen oder, sind. Oder runter kommen sie alle. Keine Sorge.
Hat Spaß gemacht, oder? Super. Okay. Ehrlich. Danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Also, du kannst immer gerne einen Schnupperflug machen mit einem Fluglehrer. Fliegst du halt noch viel mehr, als du es jetzt bei mir getan hast. Okay. Ne? Wenn du Bock hast, jederzeit. Ich gebe dir. Soll ich dir mal ein paar Nummern geben? Ja. Weil wir haben. Leider sind unsere Flyer ausgegangen. Wieder am Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Verabschiede ich mich jetzt für dieses kleine Video. Lebe noch. Die auch. Die Zaungäste. Ja, ja. Lass die Gäste rein. Trinke ein Bier. Auf mein Leben. Und so what? Komm.